Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, also ich möchte sozusagen einen Vortrag halten zur Diagnostik beim Morbus Parkinson. Dazu muss man vielleicht einige Dinge zur Parkinsonschen Krankheit vorwegschicken, was ich hier machen möchte. Die Erkrankung wurde benannt durch oder nach einem englischen Arzt, James Parkinson, der damals in einem Krankenhaus Patienten mit gewissen Symptomen beobachtete und ihm auffiel, dass bestimmte Patienten ähnliche Symptome boten. Und man kann es sogar erkennen, den Text rauslesen, wo er also schreibt, dass unwillkürliches Zittern mit reduzierter Muskelkraft ist ein sehr schönes Buch, 1817 erschienen, also wird demnächst 200 Jahre alt. Und das ist sogar der erste Arzt gewesen, der diese Krankheit als Krankheit identifizierte als und sozusagen die Patienten in einer Krankheit zusammenfasste. Er selber nannte natürlich die Krankheit nicht nach sich selbst, sondern das machten dann andere. Das war 1884 ein Franzose, der dann eben die Erkrankung eben nach dem Erstbeschreiber James Parkinson benannte. James Parkinson selber benannte die Krankheit einmal Paralysis agitans, Shaking Palsy oder Schüttellähmung. Das sind jeweils die gleichen Begriffe, die eigentlich die Erkrankung sehr gut treffen. Dieses Nebeneinander von Zittern und gleichzeitig Lähmung, was diese Krankheit auszeichnet. Nachdem James Parkinson nun sozusagen diese Krankheit abgegrenzt hat, hatte man sich dann daran gemacht, sich zu überlegen, wie kommt denn diese Krankheit zustande? Was spielt sich da ab? Das ist auch wichtig für die spätere Diagnostik, über die ich reden soll. Und es fiel auf, dass in einem bestimmten Bereich des Gehirns, nämlich hier, sehen zur Linken das Gehirn eines Gesunden, das eben braun, wo es eben diese Struktur, wo ich diesen grünen Quadrat gerade eben auch bräunlich gefärbt ist. Und Sie sehen eben rechts um dieses rote Quadrat, dieses rote Rechteck, um das Gehirn eines Erkrankten. Und das ist abgeblasst. Und dann hat man sich, das fiel auf, das haben alle Patienten. Da schien also irgendeine Regelmäßigkeit darin zu stecken. Da hat man sich überlegt, was spielt sich denn da ab? Warum ist es denn so blass? Da muss man wissen, dass das, was in dem grünen Quadrat so bräunlich sich darstellt, ist Melanin. Melanin fällt an bei der Dopaminsynthese und dieses Melanin fällt eben weg bei Patienten mit der Parkinsonschen Krankheit. Und das Melanin ist ein Stoffwechselprodukt und ein weiteres Stoffwechselprodukt ist das Dopamin, was bei der Krankheit fehlt. Das heißt, diese Ablassung, die Sie auf dem rechten Bild sehen bei den Patienten, ist Ausdruck, dass dieser Mensch weniger Dopamin bildet. Und wenn man sich das Ganze im Mikroskop anschaut, dann fällt einem auf, dass auf dem unteren Bild sich Ablagerungen in den Zellen zeigen. Man fragt natürlich jetzt, warum bilden nun die Zellen kein Dopamin mehr? Der Grund ist der, dass diese Zellen ganz allmählich aufhören zu arbeiten, in sich zusammenfallen, zum Teil auch zerfallen. Und diese Zerfallsprodukte, das erkennt man als sogenannte Lewy-Körperchen, die sich dann in der Zelle anreichern. Weiter zur Diagnostik ist wichtig, das brauchen Sie jetzt nicht auswendig zu lernen, ist die Tatsache, dass wenn Sie Zellen nehmen, dass die Zellen miteinander sprechen. Nun sprechen die Zellen nicht miteinander wie ein Computer über Stromkabel, obwohl man das durchaus vergleichen könnte, sondern die Zellen sprechen vor allen Dingen so miteinander, dass die eine Zelle einen bestimmten Transmitter ausschüttet, den die nächste Zelle aufnimmt. Und bei der Parkinsonschen Erkrankung ist es nun so, dass das Dopamin in den Zellen erstens vermindert produziert wird, vermindert gespeichert wird und auch vermindert freigesetzt wird. Ich soll ja über die Diagnostik dieser Erkrankung sprechen. Deshalb ist das ganz wichtig, dass Sie das bemerken. Also das Dopamin in der Zelle wird vermindert gebildet, vermindert gespeichert und vermindert freigesetzt. Was zur Folge hat, dass die Zellen, die über Dopamin miteinander sprechen, das eben nicht mehr so gut können. Und das sind eben vor allen Dingen Zellen in einem Bereich des Gehirns, der für bestimmte Bewegungen zuständig ist.
vor allen Dingen für Bewegung, wenn sie zum Beispiel gehen, dass sie die Arme mitnehmen. Also all die Zusatzbewegungen, die sie durchführen, auf die sie gar nicht bewusst achten. Also wenn ich zum Beispiel gehe, dann mache ich das natürlich bewusst, aber was ich im Grunde nicht bewusst mache, ist, dass ich die Arme mitnehme, dass ich das Gleichgewicht halte. Das mache ich unbewusst. Und dafür sind diese Zellen zuständig, die jetzt in ihrer Funktion nachlassen. Und wenn die Zellen ihrer Funktion nachlassen, dann kommt es eben dazu, dass sie die Arme eben nicht mehr richtig mitnehmen und dass auch das Gleichgewicht beeinträchtigt ist. Das heißt, sie können also Bewegungen noch durchführen, aber die ganze Begleitmotorik, die die Bewegung überhaupt erst möglich macht, die fällt weg. Und was Sie eben auch sehen, ist, wie gesagt, dann hier, diese Zelle hier unten, dieser hier, das ist also nun eine Struktur, die ganz aktiv das Dopamin sozusagen aus der Zelle rauswirft. Und nun müssen Sie sich vorstellen, da unten wäre die nächste Zelle, da wo der Text steht, und die nimmt das Dopamin auf und weiß, jetzt geht's weiter, sie soll irgendwas tun. So, was passiert nun eben, wenn diese Zellen nicht mehr miteinander sprechen? Jetzt habe ich also erst sozusagen ein makroskopisches Bild gezeigt, dann die Histologie. Und jetzt sehen wir, wie sich das eben auswirkt. Das führt dazu, dass einmal die sogenannten Kardinalsymptome auftreten, die darin bestehen, Hypokinese. Hypokinese ist eine Bewegungsverarmung. Das heißt, der Mensch bewegt sich einfach weniger. Rigor heißt, dass die Muskeln versteifen, dass also der Muskeltonus versteift ist. Und Tremor ist beispielsweise das klassische Zeichen, dass der Patient anfängt zu zittern, dass sich ein Ruhezittern bildet. Man sitzt, was ich was, vom Fernseher oder man sitzt bei einem Gespräch, auf einmal fängt die Hand an zu wackeln. Der Patient merkt es überhaupt nicht. Das sind also Symptome, die dadurch zustande kommen, dass diese Struktur, die ich vorhin gezeigt habe, in ihrer Funktion nachlässt. Weiteres Symptom, die posturale Instabilität, das heißt, der Patient verliert leichter das Gleichgewicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich zum Beispiel hier vorlief und hier wäre jetzt irgendein Teppich gewesen und der Teppich hätte vielleicht eine Welle gehabt und ich wäre über diese Welle drüber gestolpert, hätte ich das vielleicht mit einem mehr oder weniger eleganten Schritt abgefangen. Das setzt intakte Stellreflexe voraus. Das heißt, dass man eben auf plötzliche Veränderungen, zum Beispiel im Boden, reagieren kann. Nun ist es aber so, wenn diese Stellreflexe aufgehoben sind, würde es mir passieren, dass ich einfach hinfalle. Ja, also der Klassiker, Sie bewegen sich in einer Wohnung, da ist ein Teppichboden, Teppichboden rutscht weg oder Teppichboden hat eine Welle. Mit einer mehr oder weniger eleganten Ausgleichsbewegung fangen Sie das ab. Das sind dann intakte Stellreflexe, intakte posturale Stabilität. Und wenn die eben nicht intakt ist, dann kann es zum Sturz kommen. Deshalb stürzen Parkinson-Patienten häufiger. Ein Symptom, was natürlich sehr vielschichtig ist, wo ich auch sagen würde, allein ist nicht unbedingt typisch, aber im Verbund mit anderen Symptomen, die Depression. Es ist ein Thema, über das lange Zeit nicht gesprochen wurde, vielleicht auch verschwiegen wurde, dass die Parkinson'sche Krankheit auch mit Depressionen und Ängsten verbunden ist. Und das nicht nur, weil vielleicht die Diagnose als solche den Menschen natürlich mitnimmt, sondern die Depression, die quasi auch organisch bedingt ist, weil das Dopamin eben auch ein Heitermacher ist. Und autonome Störungen, da wird noch der Herr Unger drüber sprechen, dass zum Beispiel der Verdauungstrakt langsamer arbeitet. Verstopfung, klassisches Zeichen, mit dem Parkinson-Patienten zu kämpfen haben. Verstopfung, Schwindel beim raschen Aufstehen. So, jetzt, wie gesagt, ich sollte eigentlich einen Vortrag halten zur Diagnostik des Morbus Parkinson. Und da muss ich gleich eine Begebenheit, gewissermaßen auch vielleicht für den einen oder anderen auch eine Täuschung vorausschicken. Die Diagnose wird klinisch gestellt. Das heißt, der Arzt mit seinem Reflexhammer und seiner Beobachtungsgabe untersucht den Patienten und rein nach den Kriterien, nur nach den Kriterien, wird es ausreichen, um die Diagnose eines Morbus Parkinson zu stellen. Insofern wäre eigentlich mein Vortrag recht kurz. Trotzdem gibt es noch einige Hilfsmittel, die wir in der Neurologie einsetzen. Es gibt die sogenannten UK Brain Bank Kriterien, wo man also Menschen zu Lebzeiten beobachtet hat und dann nach dem Tod geguckt hat, ob die diese klassischen Veränderungen im Gehirn zeigen. Und anhand dieser Kriterien hat man dann eben die diagnostischen Kriterien für den Morbus Parkinson aufgestellt, die ganz allgemein heißen Bradykinese plus ein weiteres Symptom aus der Gruppe Rigor, Ruhetremor oder posturale Instabilität.
So gehen wir auch in der klinischen Neurologie vor. Wir fordern allerdings, was so etwas über die normalen diagnostischen Kriterien hinausgeht, dass auch ein Bild vom Kopf gemacht wird. Warum das erforderlich ist, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das sind die Kriterien Ihrer Ausführlichkeit. Also der erste Schritt ist zunächst einmal sozusagen die groben Eingangskriterien, also wie gesagt eine Bradykinese. Was heißt Bradykinese? Brady heißt langsam, Kinese hat irgendwas mit Bewegung zu tun. Das heißt, Bradykinese bedeutet, Bewegungen werden langsamer ausgeführt. Plus ein weiteres Symptom, Rigor, also die Muskelsteifigkeit oder das Zittern oder die posturale Instabilität, würden sozusagen schon auf ein Parkinson-Syndrom hindeuten. Dann gibt es aber auch, und da wird es etwas komplizierter, das will ich jetzt nur kurz übergehen, dann Ausschlusskriterien, die darauf hindeuten, dass da vielleicht was anderes dahinter steckt. Ich werde Ihnen gleich ein Bild zeigen. Und zum Schluss sogenannte unterstützende Kriterien, die wir auch in der klinischen Praxis anwenden. Zum Beispiel die Einseitigkeit. Hier sitzen ja viele Patienten, Sie können es bei sich bestätigen. Einmal die Einseitigkeit, das heißt, Sie haben in aller Regel eine stärker betroffene Seite und eine weniger betroffene Seite. Und die Seite, mit der die Erkrankung beginnt, die wird auch sozusagen Ihr ganzes weiteres Leben lang die stärker betroffene Seite sein. Die wird nicht wechseln. Dann ist es für uns wichtig, der Ruhetremor, der für sich alleine die Diagnose eines Morbus Parkinson fast schon beweist, und das Ansprechen auf Parkinson-Medikamente. Und im Grunde genommen, wie gesagt, nach den Kriterien könnte man jetzt hier die Diagnose stellen. Was trotzdem führen wir noch begleitende Untersuchungen durch, und über den Sinn dieser Untersuchungen möchte ich Ihnen kurz berichten. Ganz wichtig ist, also wenn zu uns ein Patient kommt oder zum Neurologen, dann wird man eine Bildgebung anstreben. Man wird ein Bild vom Kopf machen. Denn bestimmte Veränderungen am Gehirn, die Sie von außen nicht sehen können, können ebenfalls zu Symptomen führen, die ein Parkinson imitieren können. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung berichten, das ist gar nicht so selten. Und ich habe Ihnen einfach mal hier zwei Kernspinnaufnahmen gezeigt von zwei Menschen. Das eine links ist ein Patient, der wegen was anderem im Krankenhaus liegt. Sie müssen einfach glauben, das ist ein normales Kernspinn. Und das rechts, das Bild, ist ein nicht normales Kernspinn. Und was Sie sehen, ist, dass Sie hier in der Mitte diese weißen Flächen, das ist Wasser, das ist Nervenwasser. Und dieses Nervenwasser steht unter ziemlichem Druck und drückt auf das Gehirn drauf. Das müssen wir einfach glauben, das ist so. Und dieses Gehirn, was eben, also auf dem rechten Bild, was eben unter starkem Druck steht, kann Parkinson-ähnliche Symptome entwickeln. Und wenn wir diesen Patienten wie einen Morbus-Parkinson-Patienten behandeln, dann wird er erstens nicht ansprechen auf unsere Therapie und wir werden zweitens die eigentlich kausale Therapie für diese Krankheit, die dieser Mensch rechts hat, nicht durchführen. Denn dieser Mensch rechts hat kein Morbus-Parkinson, hat ein Parkinson-Syndrom, aber keinen Morbus-Parkinson. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu Beginn der Erkrankung ein Bild vom Kopf machen, um andere Ursachen auszuschließen. Viel wichtiger noch ist die Nuklearmedizin. Und das Kernspiel, was ich Ihnen eben gezeigt habe, das ist gewissermaßen ein Foto, wie die Dinge sind, aber nicht, wie sie sich abspielen. Man sagt immer gern, der Radiologe zeigt die Dinge, wie sie sind. Der Nuklearmediziner zeigt ihnen Vorgänge. Ja, der Radiologe zeigt Zustände, der Nuklearmediziner zeigt Vorgänge. Vorgänge, die sich abspielen. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, dargelegt, dass die Dopaminfreisetzung, die sich aktiv abspielt, ein ganz wichtiger Prozess dass das ein ganz wichtiges Kriterium ist zur Diagnose des Morbus Parkinson. Und die Verfahren, die wir einsetzen, ist einmal das FBZ-Spekt, das IBZM-Spekt und die MEBG-Sindigraphie. Im Grunde genommen, ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, warum werden denn nun eigentlich diese Verfahren überhaupt eingesetzt? Wir machen doch schon eine klinische Untersuchung und wir haben doch dann auch noch einen Kernspin. Also eigentlich soll das doch reichen, das soll doch alles sicher sein. Naja, es gibt noch so Situationen, wo wir uns immer nicht 100% sicher sind.
Zum Beispiel, der Klassiker ist das Zittern. Dann sehr leichte Symptome. Es ist heute so, dass man versucht, die Parkinson'sche Krankheit sehr früh zu behandeln. Dann haben Sie einen Menschen, der läuft ein bisschen gebückt. Ja, läuft er schon immer ein bisschen gebückt? Läuft er vielleicht immer so? Hat er schon immer so ein bisschen starres Gesicht gehabt? Oder ist es Ausdruck einer Krankheit, die sich da zeigt? Oder wenn einfach die Symptome ungewöhnlich sind. So, und die Methode eigentlich der Wahl, die am nächsten an der Krankheit ist, ist das DAT-Scan. Noch einmal, entscheidend ist die Freisetzung des Dopamins, die aktive Freisetzung des Dopamins aus der Zelle, damit die nächste Zelle sie aufnimmt. Die Zellen müssen miteinander sprechen können. Und das tun sie, indem die eine Zelle Dopamin ausschüttet, was die nächste Zelle aufnimmt. Ich wiederhole es noch einmal. Die Zelle produziert Dopamin, sie speichert das Dopamin und schüttet es dann aktiv aus in einen sogenannten Spalt. Hinter diesem Spalt sitzt die nächste Zelle und diese Zelle nimmt das Dopamin auf. Und eine Methode, das genau exakt zu erfassen, ist das sogenannte FBZ-Spekt oder DAT-Scan, das Dopamintransporter-Scan. Dieses Dopamin, was von der Zelle freigesetzt wird, wird aktiv rausgepumpt, wie durch eine Pumpe, durch einen Dopamintransporter. Dieser Dopamintransporter sorgt dafür, dass das Dopamin aus der Zelle rausgeschafft wird und sozusagen mit der nächsten Zelle kommuniziert. Und diese Dopamintransporter können Sie darstellen mittels der Nuklearmedizin. Das ist das, was ich vorhin meinte. Die Nuklearmedizin zeigt nicht Zustände, sie zeigt Vorgänge. Ich habe das Bild da mal gezeigt, das habe ich Ihnen vorhin schon mal erläutert. Und so sieht es ganz konkret im Gehirn aus. Sie sehen nun eine Schicht durch das Gehirn, ich zeige es mal bei mir, etwas in dieser Höhe. Und Sie sehen nun in verschiedenen Farben kodiert die Dichte der Dopamintransporter. Das lassen Sie sich nicht verwirren von diesem etwas unscharfen Bild. Das ist ein Kopf quasi in dieser Ebene geschnitten. Und je wärmer und heller der Farbton wird, desto dichter sind die Dopamintransporter. Das heißt also, dieses Türkisblau, was Sie ganz außen haben, zeigt eine sehr niedrige Dichte an. Und je wärmer der Farbton wird, also erst wird es dann lila, dann wird es so ein bisschen rot, dann kommt orange und ganz der stärkste Farbton ist quasi weiß. Das skaliert die Dichte der Dopamintransporter so sehr, also sieht also das Gehirn, so sehe das also bei einem Gesunden aus. In einer bestimmten Region des Gehirns, nämlich da, wo diese beiden Kreise sind, wird die Dichte der Dopamintransporter gemessen und in eine Relation gesetzt zu einem Areal, wo eine konstante Dopamintransporterdichte besteht, quasi als Referenzregion. Und so sähe das bei einem Menschen mit Morbus Parkinson aus. Also dessen Problem ja nun darin besteht, wenn man es auf einen einzelnen Prozess reduziert, dass die Dopamintransporter reduziert sind. Und Sie sehen rechts, dass da eigentlich kaum noch warme Farben vorkommen, sondern dass die Dichte einfach deutlich reduziert ist. Das heißt, da wird einfach viel weniger Dopamin aktiv freigesetzt und konkret, da ist die Kommunikation zwischen den Zellen beeinträchtigt. Das ist die linke Hirnhälfte und die Bahnen kreuzen ja, das linke Hirn ist für die rechte Körperseite zuständig. Hier muss man vermuten, dass dieser Mensch auf seiner rechten Körperseite Parkinson-Symptome hat. Und dann haben wir uns etwa seit 20 Jahren mit einer weiteren Erkenntnis rumzuschlagen, nämlich, dass diese Veränderungen, die zur Parkinson'schen Krankheit führen und die ja im Gehirn vorhanden sind, wahrscheinlich nicht nur im Gehirn vorhanden sind, sondern auch in anderen Körperregionen. Das ist eigentlich eine revolutionäre Erkenntnis, die man seit etwa 20 Jahren hat,
Das deckt sich auch mit unseren Beobachtungen, dass lange vor Auftreten der motorischen Symptome die Menschen schon unter Verstopfung leiden, unter vegetativen Symptomen leiden. Im Grunde genommen ist es so, dass bei der Parkinson'schen Erkrankung nicht nur das Gehirn betroffen ist, sondern man sogar ganz provokativ sagen muss, das Gehirn als letztes betroffen ist. Andere Abschnitte des Nervensystems, nämlich des vegetativen Nervensystems, sehr viel früher betroffen sind. Insbesondere das Nervensystem, was den Darm reguliert, und das Nervensystem, was das Herz reguliert. Es gibt regelrecht nach einem Frankfurter Pathologen klassifiziert regelrechte Stadien, wie die Krankheit aufsteigt, wo also erst der Darm betroffen ist, dann das Herz und erst dann das Gehirn kommt und erst dann sozusagen die Krankheit zum Parkinson wird. Vorher haben die Patienten nur Beschwerden mit dem Herzschwindel oder sie haben Beschwerden mit dem Darm, Verstopfung. Da ist noch kein Parkinson. Zum Parkinson wird die ganze Geschichte erst, wenn das Gehirn betroffen ist. Man weiß aber heute, dass es nur Teil einer Entwicklung ist. Und das machen wir uns in der Diagnostik zunutze, indem wir uns das Herz anschauen. Das ist immer wieder etwas Verblüffendes, dass man also eine neurologische Erkrankung und eine Erkrankung des Gehirns primär am Herz diagnostiziert. Aber wie gesagt, das Herz ist wahrscheinlich sehr viel früher von diesen Prozessen betroffen, also nicht das Herz als solches, sondern die Nervenzellen am Herz, als das Gehirn. Und was wir beim Herz messen, ist etwas Ähnliches, wie wir es am Gehirn machen. Am Herz sprechen die Zellen auch miteinander. Die Nervenzelle sagt der Herzzelle, horche mal, du musst dich jetzt kontrahieren, du musst jetzt pumpen. Und das macht sie, indem sie nur Adrenalin ausschüttet. Das ist sowas Ähnliches wie Dopamin. Und das läuft auf die gleiche Weise ab wie im Gehirn. Die Nervenzelle produziert nur Adrenalin, speichert es, setzt es aktiv frei. Ja, so ähnlich wie beim Gehirn. Und das wird dann freigesetzt und auf der anderen Seite spaltet sich die Herzzelle und wenn eben das Noradrenalin freigesetzt wird, weiß die Herzzelle, sie soll sich nun kontrahieren. Und wir können diese Transporter darstellen, genauso wie wir es auch beim Gehirn können. Und es sieht dann folgendermaßen aus. Und es ist manchmal fast etwas gruselig. Sie sehen hier einen Menschen, das sind beides Parkinson. Eines Menschen, und das sollte das Herz sein, eines Menschen an dem Morbus Parkinson, der stärker betroffen ist. Also, als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, da fand ich das gruselig. War schon etwas gruselig, dass man sich überlegt hat, wo ist denn das Herz dieses Menschen? Das heißt, man kann mit dieser Methode eben auch die Dichte der, oder die Fähigkeit oder die Qualität der Innervation des Herzens oder einer bestimmten Innervation des Herzens messen, bekommt dadurch ebenfalls Aussagen, ob da eine Parkinson'sche Krankheit vorliegt oder nicht. Wie gesagt, dieser Mensch links, da sehen Sie, da, ich zeige Sie nochmal. Bei diesem Patienten links, der hat auch Parkinson, aber hat nur eine gering beeinträchtigte Herzinnervation, sehen Sie eben noch das Herz, eben diese Transporter am Herzen. Und zur Rechten sehen Sie da ein fast schon unheilvoll wirkendes weißes Loch, wo eben keine Innervation ist. Auch diese Methode machen wir uns zu Nutzen, um die Parkinson'sche Krankheit in unklaren Fällen weiter zu untermauern oder zu widerlegen. Ich möchte das Ganze zusammenfassen. Wie gehen wir also vor? Im Grunde genommen, die drei Dinge, die da oben stehen, Anamnese, das heißt das Gespräch mit dem Patienten, welche Symptome hat er, was bemerkt er, seit wann hat er die Symptome, dann der Befund, das heißt die Untersuchung des Patienten und die Bildgebung, ich habe mir das ganz schön gezeigt, werden sozusagen zusammen gesehen. Und wenn das Ganze passt, können wir eigentlich die Diagnose stellen. Und wenn es doch Unstimmigkeiten gibt, dann würden wir je nach Art der Unstimmigkeit noch eine weitere Zusatzdiagnostik durchführen. Das wäre es, glaube ich, soweit. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.